Also ich bin der Gopal aus Dresden, bürgerlicher Name Norbert Klein und ich arbeite als Traumatherapeut und als spiritueller Lehrer, kann man sagen. Und sozusagen das, was ich im Kern mache, das ist ein Mix oder das ist, ich bringe das sozusagen zusammen, das, was aus dem Osten, aus dem fernen Osten zu uns kommt, die spirituellen Methoden, Einsichten mit den modernen Erkenntnissen der Trauma. Heilung und Neurophysiologie und das kommt dann bei mir, wird es dann so zu einem, weil ich glaube, dass wir beides brauchen. Ja. Und ja, und zentral, also ganz zentral ist die Polyvagaltheorie. Ja, das ist sozusagen das, wo sich das meiste drumherum kristallisiert, was den westlichen Teil ausmacht. Und man könnte jetzt sagen, aus dem Osten ist der Fokus auf die Achtsamkeit oder den jetzigen Moment ist das, was ich da zusammenbringe. Also bist du eine Schnittstelle? Und tatsächlich ist, in Wirklichkeit gehört es ja auch zusammen, ne? Das sieht nur getrennt aus. Das sind einfach zwei Aspekte desselben und wir haben ja unterschiedliche Kulturen und sozusagen das, was also das, was die Kultur entwickelt, um zu heilen, ist sozusagen immer das, was dort zu wenig etabliert ist. Ja, deswegen ist das nicht wirklich was Getrenntes, sondern die Kultur im Fernen Osten, diese Menschen dort brauchen was anderes als wir im Westen. Und deswegen ist es sozusagen immer, ist das der Gegenpol und das muss aber zusammen, weil wir machen sonst nur einen Teil und das reicht einfach nicht. Klingt jetzt wahrscheinlich total abstrakt. Naja, du meinst, wahrscheinlich sind unterschiedliche Defizite vorhanden, aber letztendlich wird ein ähnlicher Zustand angestrebt. Ja, Und das genau. kann Also wir haben man. das gleiche Nervensystem und wir brauchen alle das gleiche. Das ist ja gar nicht so, dass wir verschiedene Probleme haben. Es gibt nur ein Problem. Wir haben alle nur ein einziges Problem. Und der Osten, also im Osten ist das aber sozusagen auf eine andere Art manifest in der Kultur als im Westen. Und deswegen entstehen dann unterschiedliche Wege. Und das Verrückte ist halt, dass oft das, was im Osten entwickelt wird, wird dann hier von Menschen verwendet, in der Hoffnung, dass das heilt, aber das wird dann oft verwendet, um die alte Struktur zu zementieren. Ja, und umgekehrt auch. Okay, und was ist das eine Problem, das eine große Problem? Wir sind Säugetiere oder wir gehören zur Gattung der Säugetiere und Säugetiere haben nur ein einziges Thema letztlich und das ist dieser sogenannte ventrale Vagus. Wenn der an ist, dann geht es uns gut. Und der Weg dorthin ist Sicherheit. Und Sicherheit kriegen wir als Säugetiere immer nur durch Verbindung in Form von Beziehungen, langfristigen Beziehungen in Gruppen. Und wenn wir das nicht haben, dann entsteht eine körperliche Not. Und das heißt einfach, dass der ventrale Vagus zu wenig Strom hat, könnte man sagen. Und das ist das Problem aller Menschen oder ja, aller Kulturen. Und aus diesem Problem, was sozusagen im Körper eine Entsprechung hat, was in der Traumaarbeit Dysregulation genannt wird, das hat auf der Bindungs- und Beziehungsebene dann eben destruktive Beziehungsmuster als Entsprechung. Aber im Kern ist das dasselbe. Das Nervensystem hat nicht die Erfahrung von sicherer Bindung in der Kindheit gemacht. So, und im Osten manifestiert sich das tendenziell eher so, dass die Autonomie zu kurz kommt, im Westen bei uns eher, dass die Verbindung zu kurz kommt. Aber in Wirklichkeit ist es dasselbe, ne? Auch sozusagen, was in den östlichen Kulturen gelebt wird, da wird ja diese Gruppensynchronizität sehr gelebt, ja? Das Ja. ist auch keine wirkliche Verbindung, das ist ein Opfern der Autonomie für eine Pseudo-Verbindung. Das ist auch nicht die Lösung, ne? Aber das ist das, wo wir mehr hin müssen. Und umgekehrt auch, ja. So, Ja. das braucht das alles zusammen. Also wird das zusammen das Gleichgewicht ergeben. Ja. Okay, gut, dann würde ich mal zur Polyvagaltheorie überschwenken und vielleicht kannst du ja mal erzählen, woher du sie kennst, seit wann du sie kennst, wo du dich drüber informierst. Also ich habe das, genau weiß ich gar nicht mehr, wann ich damit in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, mit der TAE-Ausbildung. Glaube ich, da auf jeden Fall. Also ist schon einige Jahre her, vielleicht 4 Jahre oder so, ich weiß es nicht. Okay. Und ich habe Bücher von Stephen Porges gelesen und vor allem auch seine Vorträge zur Polyvagaltheorie gesehen. Da gibt es DVDs zu kaufen, wo es sehr, also sehr ausführlich über viele, viele Stunden er referiert.
Und wenn man das sieht, dann hat man keine Fragen mehr. Ja, ich Das habe die waren DVDs auch. ja, Also gut. die deutschen, weil ich finde, der erklärt es schon manchmal ein bisschen umständlich. Ja. Und das ist auf Englisch dann doch nochmal eine Hausnummer. Man darf auch nicht vergessen, dass auch die Polyvagaltheorie nur, das ist nicht das Gesamtpaket, sondern das beschreibt ja nur das beschreibt ja nur das Kontaktsystem sozusagen, ne? Das Bindungssystem, das ist ja wo es dann mehr in die Hormone reingeht, das wird ja noch nicht mal davon abgedeckt. Also es ist eigentlich, mit der Polyvagaltheorie geht es erst los und, ne, und dann danach kommt ja dann noch mehr. Also das ist auch nicht in dem Sinne allumfassend. Ne? Das ist aber meiner Ansicht nach der zentrale Einstieg, also um dass das überhaupt losgeht. Ja. Okay, also ist die Polyvagaltheorie für dich die erste Grundlage oder erste Schritt in die richtige Richtung? Absolut. Damit geht es für mich los. Okay, was hat dich denn besonders daran fasziniert oder interessiert, dass du dich dann näher damit auseinandergesetzt hast, als du sie kennengelernt hast? Das war einfach ein Gefühl, einfach auch ein Gefühl, dass das richtig ist, was da beschrieben wird. Das war echt einfach wirklich ein Gefühl. Das Nervensystem, so, der Körper hat reagiert, so, ah ja, das ist es. Ich weiß noch nicht warum genau, verstehen tue ich es noch nicht genau, aber irgendwie, ne, so. Und dann ist es halt einfach letztlich. Also wenn man das mal ein bisschen studiert hat, das ist es einfach. Es ist nicht ein riesiges, komplexes Konglomerat, sondern im Kern sind es einfache Prinzipien. Und es sind letztlich nur drei Zustände, mit denen wir, naja, vier, mit denen wir, ja, aus Sicht der Polyvagaltheorie nur drei, mit denen wir zu tun haben. Und es macht es einfach in der Anwendung. Und es ist sehr allumfassend, also es erklärt sehr viel, nicht nur die Evolution, auch sozusagen unsere Zustände, man kann damit Beziehungen erklären oder vielmehr, was in Beziehungen nicht funktioniert, warum, ja. Ja. Wie würdest du denn die Polyvagaltheorie beschreiben, wenn du sie jemandem erklären müsstest? Ich würde sie beschreiben als physiologische oder neurophysiologische Grundlagen unseres Beziehungs- und Kontakterlebens. Und auch eine Erklärung, wie wir dahin gekommen sind von der Evolution aus. Okay, und wenn du näher darauf eingehen müsstest, also jetzt auch auf die drei Systeme oder vielleicht auch vier, was du eben meintest. Ja, vier, es ist immer so bei der Traumageschichte, da wird immer, oder nicht immer, also manchmal entsteht Verwirrung zwischen dem Todstellreflex und dem Shutdown. Und Stephen Porges beschreibt ja drei Zustände, also sicher, Gefahr und Lebensgefahr und also sicher, Aktivierung, Shutdown. Und dieser Shutdown, der in der Polyvagaltheorie beschrieben wird, das ist eben nicht der Todstellreflex. Ne, das ist das Kollabieren, wo kein Muskeltonus mehr da ist. Und andere sagen halt, aktiviert und dann Todstellreflex und dann kommt nichts mehr. Also wir haben es eigentlich mit vier zu tun. Aber in der Theorie, soweit ich es in Erinnerung habe, also er hat nicht diese vier, sondern er hat drei. Ne? Und meiner Ansicht nach deswegen, weil der Todstellreflex im Prinzip noch zur Aktivierung gehört. Das ist einfach die maximale Aktivierung, nur plus dem Parasympathikus. Das ist eigentlich kein, das ist fest, das ist der festgehaltene Kampf, aber erst der Shutdown ist sozusagen dann wirklich was physiologisch grundlegend unterschiedliches. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was war das nochmal? Erstmal nur, dass ich es richtig verstehe. Also eigentlich fast wie so ein Zwischenzustand zwischen Gefahr und Lebensgefahr. So, hohe Aktivierung und trotzdem schon Starre oder was mit diesem Todstellreflex? Also physiologisch bedeutet, also wir können das so sagen, wir haben ja diese drei Zweige, ne? Sympathikus, ventraler Vagus, dorsaler Vagus. Ja. Im Zustand von Sicherheit ist immer der ventrale Vagus an. Der ist immer mit beteiligt, egal ob es mit Sympathikus oder mit Parasympathikus, also mit dorsalem Vagus ist. Ja, da ist der ventrale Vagus ist immer mit im Spiel, zentral. Ne? Und das heißt also zum Beispiel spielen, singen, das ist Aktivierung unter Sicherheit, also ventraler Vagus und Sympathikus, oder eben Immobilisierung mit Sicherheit, wie Kuscheln, Meditation, Stillen, da ist ventraler Vagus und dorsaler Vagus im Vordergrund, aber immer, da ist immer der ventrale Vagus da. Das ist der Zustand von Sicherheit. Bei Gefahr
Aktivierung ist sozusagen im Vordergrund der Sympathikus, nicht mehr der ventrale Vagus. So, das heißt, es eben fährt eben hoch für Kampf und Flucht. Wenn eben Kampf und Flucht nicht möglich sind, dann kommt als nächstes die Erstarrung, also der Todstellreflex. Und das ist eben nicht dieser Shutdown, sondern das bedeutet einfach nur, dass der Sympathikus maximiert ist und der dorsale Vagus ebenfalls maximiert sind. Das heißt, das ist wie Gas und Bremse gleichzeitig voll durchgetreten. Das ist die maximale Erregung des autonomen Nervensystems. Und da hofft das System immer noch zu überleben. Also im Todstellreflex ist immer noch, hofft der Organismus immer noch zu überleben. Da ist immer noch die Hoffnung da. Und das ist, obwohl das starr und bewegungslos aussieht, ist aber, fährt das System auf Vollgas. Und erst wenn wirklich klar ist, dass der Tod eintritt, dann gibt das System auf. Ja, und dann geht der Muskeltonus raus. Und das ist einfach, das ist dann das, was in der Polyvagaltheorie beschrieben wird als Shutdown. Also der Unterschied, den Stephen Porges nennt den Unterschied, der macht es am Muskeltonus klar. Also er sagt, der Shutdown hat keinen Muskeltonus mehr und der sozusagen die Aktivierung oder der Todstellreflex, der hat noch den Muskeltonus. Ja, aber ich muss sagen, das hat mich auch, als ich seine Vorträge mir angeschaut habe, verwirrt erst, weil ich das falsch verstanden hatte am Anfang. Ja. Aber das stimmt, dass es zwei unterschiedliche Zustände sind. Okay, gut, jetzt habe ich nämlich auch die Frage vergessen. Muss ich habe hier meinen. Muss ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Ja, welche. Intervention haben Sie denn oder hast du denn von der Polyvagaltheorie abgeleitet? Interventionen. Also ich arbeite eigentlich, das ist jetzt schwer zu beantworten. Ich gucke dauernd, in welchem Zustand ist das autonome Nervensystem sicher, aktiviert, erstarrt oder kollabiert. Kollabiert kommt eher weniger vor. So, und das ist die Arbeitsgrundlage. Und dann helfe ich, dass das System zurück in den Zustand von Sicherheit kommt. Ich arbeite nicht in dem Sinne mit, da ist das und dann muss ich die und die Intervention machen, sondern das ist eben jetzt genau, wo das Spirituelle eben reinkommt. Ich habe viel, also sozusagen viel gelernt und viel mir Wissen angeeignet und ich gehe dann einfach zur Seite. Ja, ich mach da nichts mit dem Verstand, wie so schablonenhaft. Ja. Ich lasse das einfach geschehen und das kann in dem einen Fall so sein, das kann das sein, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe die und die Intervention abgeleitet. Was es gibt, sind einfach Standardverfahren, um das autonome Nervensystem zu regulieren. Ne? Das kann man sagen. Also wenn jemand zum Beispiel in der Aktivierung ist, ja, dann ist es zum Beispiel hilfreich, dieser Ladung, wenn die da ist, dem einen Kanal zu geben. Ne? Zum Beispiel durch verbales Ausdrücken oder durch Körper schlagen oder schreien, ja. Eine Möglichkeit. Oder wenn der Körper in der Erstarrung ist, also Erstarrung und Dissoziation ist ja immer gleichzeitig, dann kann ich zum Beispiel helfen oder denjenigen einladen, den Körper zu bewegen oder zu reden. Ja, das durchbricht einfach diesen Mechanismus. Also du guckst dann quasi, was in dem Moment angebracht ist und oder was hilfreich für die Person ist. Genau, ich sorge immer dafür, dass das autonome Nervensystem in den Zustand von Sicherheit kommt, weil vorher kann ich mit dem gar nicht arbeiten. Ne? Also vorher kann ich nichts Neues in das System bringen, weil der Organismus mit dem Überlebenskampf zu tun hat. Deswegen scheitern ja auch so viele Therapien. Ne? Die Leute kommen in der Dissoziation in Therapie, dann gibt es irgendeine klassische Psychotherapie, dann geht derjenige in Dissoziation wieder raus, da passiert. Das kann ich Jahrzehnte machen, da passiert überhaupt nichts. Ich muss zuerst das System in die Regulation bringen. Und erst dann ist das System überhaupt offen für was Neues und für eine Veränderung. Ja, was tust du denn, um bei dem Gegenüber Sicherheit zu erzeugen? Naja, wie gesagt, das hängt von dem Zustand ab, also was ich eben beschrieben habe. Das kann über den Ja. Körper gehen, es gibt alle möglichen Varianten. Das kann man auch schlecht vorhersagen. Der eine braucht einen Blick aus dem Fenster auf einen schönen Baum, der andere braucht eine Decke, wo er sich einkuscheln kann, mich nicht mehr sieht, der dritte muss schreien und hauen. Das ist schwer pauschal zu sagen. Es gibt einfach verschiedene Dinge. Im Wesentlichen geht es darum, das Bewusstsein sozusagen wieder in den Körper zu bringen und in den Kontakt. So, das darf aber auch nicht zu viel sein, weil sonst wird das System überflutet oder schaltet sich erst recht ab. Das muss also vorsichtig passieren, ja, dass das System hinterherkommt und lang und eben vorsichtig erfährt, dass es sicher ist. Ja, hast du da irgendwelche Lieblingstechniken?
Wie gesagt, ich arbeite nicht in dem Sinne mit Techniken. Also Ja, ein aber paar wenn wir. Standardsachen habe ich dir genannt. Das ist eher was von dem, was derjenige braucht. Ja, das ist wie so, als ob das unsichtbar einem mitgeteilt wird, was derjenige jetzt braucht. Das sind Okay. die einfach die klassischen, wenn du Techniken hören möchtest, sind die einfach die klassischen Techniken aus der Schocktraumaarbeit, wie Orientierung, Titration, Pendulation, ja, das sind so Stichwörter. Also Titration heißt, Ich muss gar nicht unbedingt so, also mit Technik meine ich jetzt nicht unbedingt, dass ich da welche standardisierten Verfahren brauche, sondern eher so Beispiele, wie du es in deiner Arbeit angewandt hast und so wie eben zum Beispiel, wo du es mit der Decke und sowas meintest, so eine, also das muss jetzt kein Verfahren sein, was hier perfekt Das, und für jeden. weißt du, das Problem mit Techniken ist, dass es geht nicht um Technik, sondern das Prinzip muss verstanden sein. Wenn du das Prinzip als Therapeut begriffen hast, ist es letztlich egal, wie du das machst. Das Prinzip ist immer, dass ein Vermeiden von Kontakt das Problem darstellt und wenn du zu schnell Kontakt herstellst, das System überfordert ist. So, das heißt, worum es geht, ist, Kontakt mit mir und dem Körper herzustellen. Und zwar so vorsichtig, dass das System nicht überfordert wird und gleichzeitig sozusagen Sicherheit implizit zu signalisieren, aber das System nicht zu überfordern. Ja, also wir bringen den Menschen in eine Erfahrung von Kontakt, weil da geht er raus, weil das eben als Kind traumatisch war. So, und wie man das macht, das hängt von der Situation ab. Das kann, wie gesagt, das kann bedeuten, dass man näher oder weiter auseinanderrückt beim Sitzen. Oder überhaupt fragt, ob der Abstand groß genug ist. Ja, oder mal sagt, du musst mich nicht die ganze Zeit angucken, wenn das zu viel ist. Ja. Ja, oder denjenigen im Raum rumgehen lässt, zum Beispiel. Gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Wenn ich in einer Technik lebe, dann das ist einfach nicht gut. Ja, nee, also so wie du Technik definierst, finde ich das auch nicht gut. Es ist schon richtig, dass da das gewisse Maß an Flexibilität und auch, was man eben selber darunter versteht und wie man es vorsichtig an jemanden ranträgt oder wie man eben jemanden zu etwas bringt. Das ist, also ist auch mein Verständnis davon, wie ich das, also wie ich das sehe. Und genau, das geht nur um Beispiele. Und du meinst ja vorhin, ohne Sicherheit geht gar nichts. Also ist Sicherheit die Grundlage, um überhaupt. Sicherheit, aber Sicherheit aus Sicht des autonomen Nervensystems, also Stichwort Neurozeption. Ne? Es reicht nicht, wenn der Frontalkortex die Umgebung als sicher einstuft. Darum geht es nicht, sondern das autonome Nervensystem muss die Umgebung als sicher einstufen. Nur dann springt ja dieser ganze, der Bessel van der Kolk nennt das Irokesenschnitt des Selbstgewahrseins. Jetzt sind wir von der Polyvagaltheorie weg. Ne? Also nur dann springt das überhaupt an. Der Kortex ist nicht voll online, solange keine Neurozeption von Sicherheit da ist. Ne, aber ich brauche ja die kortikalen Funktionen für was Neues, ja. Und das ist genauso, ich mache immer das Beispiel, wenn jetzt ich mache immer extreme Beispiele, damit das deutlich wird. Zum Ja. Beispiel, mach einen Fallschirmsprung und während dem Fall versuchst du mal Russisch zu lernen. Okay. Oder mitten im Ertrinken erzählst du mir mal was von deinem letzten schönen Urlaub. Ne, da ist klar, das geht nicht. Ja, schwer möglich. Geht nicht. Unmöglich, weil der Kortex weg ist, zum großen Teil. Ne. Deswegen kann ich jetzt mit dem im freien Fall, da kann ich auf den einreden und machen und Therapie machen, was ich will, das nützt nichts. Ja. Das kommt überhaupt nicht an. Ja, das stimmt. Dann ist ja reine Gesprächstherapie wirklich zu geradlinig oder zu einseitig. Ja, die berücksichtigt den Kern der Problematik ja gar nicht, weil der Ja. Kern ist ein physiologisches Ungleichgewicht, ne? Und das färbt von unten nach oben das psychische Erleben ein, ne? Und deswegen, ich darf dazu ja gar nichts sagen, aber das kann jeder, der die Polyvagaltheorie studiert hat, der hat sofort den Überblick, warum alle möglichen Therapien nicht so gut funktionieren und was, wie, warum, zu einer Hilfe und zu einer Veränderung führt.
Da wird sowas wie psychische Probleme oder psychisches Leiden gibt es ja gar nicht, sondern das hat immer ein biologisches Substrat unten drunter. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dann geht es einfach nicht weiter, ne? Wie verstehst du denn für dich den Zusammenhang von Körper und Psyche, weil das ja heutzutage schon oft isoliert oder so betrachtet wird, was ich auch nicht ganz verstehe? Naja, ich sehe halt, dass, da orientiere ich mich jetzt wiederum an Lawrence Heller, der jetzt nicht nur in der Physiologie zu Hause ist. Das ist schon in beide Richtungen. Ja, also wir haben, also meine Sicht ist, es gibt sozusagen den physiologischen Teil, das autonome Nervensystem und man könnte jetzt vereinfacht sagen, die Identitätsbeziehungsebene. Na, als Psyche. Na, das sage ich Psyche und das andere nenne ich jetzt mal Körper. Das ist ein Mix letztlich. Aber um zu heilen, muss ich hauptsächlich bottom-up arbeiten, weil das ist wie so, es ist schon wie so ein, also die tieferen Schichten haben einfach mehr Macht, ja. Und ich muss auch top-down arbeiten. Wenn ich zum Beispiel schräge Beziehungsmuster oder Ideen habe, wie Menschen sind oder wie Beziehungen gehen, zum Beispiel, ich darf nicht wütend sein, so als Beispiel. Wenn das wirklich ausformuliert als Konzept im Geist ist, das muss ich natürlich top-down aktualisieren. Ja. Sonst geht es nicht voran. Aber das Wichtigste ist, in den Körper diese Entspannung zu bekommen. Und zwar im Kontakt mit Menschen. Ja. Also es geht im Wesentlichen um den Körper, meiner Ansicht nach. Okay, aber siehst du siehst da also das schon im Zusammenhang und als nicht trennbar. Trennbar sehe ich das nicht, nee. Was macht es? Es ist ja nicht, wir sind ja eins, wir haben einen Körper, ne? Und ich kann jetzt nicht versuchen, ein psychisches Problem nur über das Mentale zu lösen. Ja, was das Extrembeispiel ist, die Verhaltenstherapie, ne? Oder ja, wie soll das gehen, ja? Dauerhaft. Ja, das stimmt. Manche Sachen kann man durch Gedanken oder vieles durch Gedanken nicht lösen. Hat sich denn in deinem therapeutischen Prozess was verändert, seit du die Polyvagaltheorie kennst, integriert hast? Ja, im Prinzip bin ich durch diese Theorie immer, also ich hatte vorher viele Techniken gelernt und habe diese Techniken einfach auch schematisch angewendet. Und mit dem Ja. ganzen Verständnis von der Polyvagaltheorie, muss ich sagen, bin ich von den Techniken weggekommen. Und ich habe jetzt meine eigene Technik, kann man es jetzt auch nennen, entwickelt. Ja. Mit dem Floating. Das ist aber jetzt nicht ein Schema, sondern das ist einfach ein Rahmen. Ja, was das zur Anwendung bringt. Möchtest du dir das ein bisschen erklären? Ja, wenn es zu irgendwas nütze ist. Ich denke schon, ja. 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 Also einmal ist für mich klar geworden, dass das Einzelsetting keinen Sinn macht. Das ist schon mal was ich nicht mehr mache. Ich mache keine Einzelsitzungen mehr, weil wir sind Gruppentiere. Das ist ein künstliches Setting, was auch zu bedrohlich, also was an sich bedrohlich ist, mit jemand, der viel Macht über mich hat, in einem Raum alleine, ist eigentlich nicht so sinnvoll. Also das ist mal das eine. Also ich arbeite nur noch in Gruppen und das Ergebnis zeigt mir, dass ich recht habe. Das geht dort alles viel schneller, sanfter. Die Leute haben so was wie haben Gleichgesinnte, ne? Es entsteht Solidarität und so weiter. Dann habe ich einfach gesehen, dass jeder, der leidet, seine Kindheit in jeder Gruppe sofort blitzartig erschafft, wieder erschafft. Das heißt, das System sucht sich Menschen raus als Projektionsfläche oder eigentlich nur einen Menschen und fängt dann da diesen ungelösten Konflikt mit abzuarbeiten. Wir nennen das dann, wir haben ein Problem mit dem Menschen oder ich mag den nicht oder ich hasse den oder ich will dahin und kann nicht, der ignoriert mich und so weiter. So, das ist einfach die Installation unserer Kindheit in einer Gruppe. Und man kann das direkt lösen, ja. Ich sage immer, das Familienstellen brauchen wir so nicht mehr, sondern wir können diesen Konflikt direkt lösen mit der Projektionsfigur, die da ist, ja. Und das heißt, läuft dann so, dass der Mensch, auf den das projiziert wird und der eben arbeiten möchte, die kommen dann beide in die Mitte und lösen das gemeinsam auf. Und das ist Ja. halt dieser Floating-Prozess und das leite ich dann an und dann haben wir zwei transformierte Systeme.
Und das ist deswegen so effizient, weil das eben genau das ist, was wir nie zur Sprache bringen. Ja, wir gehen in Gruppen, es ist immer derselbe Konflikt, nur wir reden mit den Menschen, die es betrifft, reden wir nicht. Ja. Und deswegen wird es nicht gelöst. Und mit diesem Floating ist halt ein sicherer Rahmen, um das endlich zu lösen. Und da ist auch sozusagen, das basiert in dem Sinne auch auf der Polyvagaltheorie, weil die Systeme durch den Austausch, den sie machen, ja, die teilen sich also ihre Zustände mit, dadurch entsteht in beiden Systemen Sicherheit, weil sie reale Informationen bekommen, statt in ihrer Projektion zu leben. Solange der Konflikt aktiv ist, leben wir in Projektionen, aber wir sind nicht in Kontakt mit der Projektionsfläche darüber. Wenn wir in Kontakt treten mit der Projektionsfläche, dann erhalten wir neue Informationen und dann fällt die Projektion zusammen, weil die da überhaupt nicht zu passt. Und dann entsteht Sicherheit. Und dann kann ein echter Kontakt zustande kommen und dann gibt es eine neue Erfahrung von Nähe und Verbindung. So kurz zusammengefasst. Wie groß sind denn diese Gruppen, in denen du arbeitest? Mit denen du arbeitest. Also ich würde mal sagen, Minimum so 8, damit ein bisschen Auswahl da ist, ne? Das ist jetzt nicht festgelegt. Größer als 30 in seltenen Fällen. Ich habe jetzt auf einem Festival ungeplant mit einer sehr großen Gruppe das gemacht. Und es geht auch, ja. Also man kann es letztlich mit Riesengruppen machen. Die Frage ist halt, ob sich die Teilnehmer dann so einer großen Masse aussetzen wollen. Ne? Also mein Wunsch wäre, das live im Fernsehen zu machen. Ist noch nicht so weit. Ich hoffe, dass ich da noch hinkomme. Und noch eins, das geht deswegen, weil es da ja nicht um Erlebnisse geht. Ja. Es gibt ja, also es ist ja schon auf Video zu sehen, das Ganze, ist ja im Netz. Dieser Annäherungsprozess hat nichts mit Inhalten zu tun. Das heißt, ich muss überhaupt nicht wissen, was jemand erlebt hat. Ich muss eigentlich auch noch nicht mal wissen, was der für ein Problem hat. Es geht immer nur um die Zustände, die jetzt da sind. Und das ist etwas, wo die Privatsphäre in dem Sinne nicht öffentlich wird, ne, sondern ich teile einfach die Zustände mit. Das hat nichts mit Inhalten zu tun. Und deswegen möchte ich, dass das öffentlich wird, das Ganze. Okay, also ich teile meinen Zustand mit, ohne zu erklären, Ja. warum und wie es dazu kam. Und kann der andere sich dann auch dazu äußern, Ja, zu genau. meinem Zustand? Nee, der äußert sich zu seinem. Okay, Wir okay. brauchen nicht auf das Gegenüber eingehen. Ne? Und dann ist der nächste dran. Dann sind die nächsten zwei dran, ja. Okay. Also mein zweites Buch handelt nur von diesem Prozess, habe ich in aller Ausführlichkeit beschrieben. Okay, alles klar. Ja, Als das klingt spannend. Gut, mit sowas kann ich auf jeden Fall gut was anfangen, weil das ja auch darauf basiert quasi, wie du eben schon meintest. Und dann würde ich mal kurz ein bisschen weitermachen mit meinem Leitfaden. Wie hat sich dein Verhältnis zu oder dein Bild von deinen Klienten verändert, seit du die Polyvagaltheorie, oder hat es sich verändert? Hat es sich verändert? Naja, ich sehe eigentlich immer nur Notprogramme. Also man nimmt es nicht mehr so persönlich. Und durch das Verständnis ist man auch seinen eigenen Sachen nicht so ausgesetzt. Ne? Wenn zum Beispiel jemand beschimpft mich oder stellt mich in der Gruppe bloß, früher war ich da dann schon, das war nicht so witzig für mich, aber jetzt weiß ich halt genau, das ist das und das, das ist der und der Zustand, der kommt deswegen und ich weiß, wie ich damit umgehen muss. So, das heißt, die Sicht ist eher auf, ja, also das, was da nicht gelöst ist, beeinflusst mich nicht mehr so. So würde ich es vielleicht sagen. Also so mehr, dass man mehr Sachen so stehen lassen kann und mehr Akzeptanz. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und erhältst du irgendwie eine andere Art Feedback von deinen Klienten als vorher? Mehr Feedback. Oder welche Art? Na, Was kriegst du zurück okay. jetzt? Also die Leute, so also muss ich einfach, das hat nichts mit Angeberei zu tun, die Leute überschlagen sich vor Dankbarkeit. Die kriegen sich nicht mehr ein. Ja, weil man muss sich das vorstellen, das sind Leute, Ja. teilweise ältere Menschen, die machen seit 40, 50 Jahren im Extremfall Psychotherapie. Man macht mit ihnen eine Sitzung
jetzt ein Extrembeispiel, eine Sitzung und diejenigen machen eine neue Erfahrung. Nicht, dass dann alles toll ist, aber sie machen eine neue Erfahrung und sehen den Weg. So, und dann, die flippen aus, zu Recht, und ich bin auch ausgeflippt. Als ich das mit dieser Theorie zu tun hatte und das gesehen habe, habe ich einfach den ganzen Schwachsinn der klassischen Psychotherapie der letzten 30 Jahre, die ich ja selber auch gemacht habe, einfach sehen können. Ja, und dann flippt man einfach aus, ja. Und so ist es. Also das, ich werde überschwemmt mit Dankbarkeitsmails und kann man sich nicht vorstellen. Das ist toll. Ja, ich kenne so eine Gruppenrunden, die, was mich auch sehr überrascht hat, aus der Uni mit Komplimenten. Dass man so eine Komplimente-Runde gemacht hat, da waren wir, glaube ich, so 20 Leute oder so. Und man ist auch, also ich bin auch so ohne Erwartung rangegangen. Und ich war extrem überrascht, wie die Gruppe als zusammenschweißt, was für gute Emotionen auslöst insgesamt. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann und dass da wirklich viel Gutes zurückkommt. Genau, so, und das können wir jetzt einfach runterbrechen auf die Polyvagaltheorie. Was ihr da gemacht habt, ist, ihr habt Signale von Sicherheit verteilt. Und deswegen entspannen sich die Nervensysteme, deswegen kommt der ventrale Vagus online, deswegen fühlt ihr euch alle toll, dadurch ungeheilt. Das löst die Konflikte nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Ja? Statt Gefahrensignale von Defensivkreisläufen habt ihr euch gezwungen, weil das hat ja nichts mit euren ungelösten Bedürfnissen zu tun, die werden ja dadurch nicht gelöst, die schwelen ja immer noch, aber zumindest ist es mal die richtige Richtung, ja, dadurch kommt ein, das sagt dann einfach eins tiefer, so, und noch effizienter ist, wenn ihr anfangt, euch mitzuteilen, ja, was da wirklich ist, und das sind immer nicht kommunizierte Wünsche, wenn man es ganz runterbricht, ist es immer ein nicht kommunizierter Wunsch nach mehr Nähe zu einer bestimmten Figur, die sich dann als Projektionsfläche dort zeigt. Das heißt, wenn ihr guckt, wo es euch hinzieht und was nicht funktioniert hat oder wo es nicht gelöst ist und fangt an, das mitzuteilen, dann wird es nochmal eine ganz andere Dimension annehmen. Ne, aber das ist super, was du gesagt hast. Genau so ist es. Ne? Ja, also das hatte ich vorher auch gar nicht so gedacht, aber deswegen kann ich mir das voll gut vorstellen, dass es bei dir auch wahrscheinlich krasses Feedback danach gibt und auch Erstaunen und so, weil wahrscheinlich niemand mit dieser Haltung oder wenige da rangehen und denken, ja, nachher ist alles gut. Ist denn das Ziel, den Sicherheitsmodus oder diesen ventralen Vagus besonders zu stärken, oder ist das Ziel, ein Zusammenspiel zwischen den Systemen besonders hinzubekommen? Ja, also für mich eher das Zweite. Also ich achte schon auf die Physiologie, aber wie soll ich sagen, da müssen wir jetzt nochmal kurz ausholen. Also es gibt jetzt einfach viele Sachen, die den Menschen eine isolierte Lösung versprechen. Dazu zählt auch das von Stephen Porges entwickelte Gerät namens SSP, ne? Oder TRE. Das sind alles tolle Sachen, die Menschen isoliert anwenden oder anwenden können. Ich unterstütze das nicht mehr, weil der Witz ist ja, es geht ja darum, dass wir zusammenkommen. So. Und wir brauchen diese ganzen komplexen Sachen nicht. Wir brauchen das gar nicht, sondern das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir in einen Austausch unserer Zustände kommen. Und dann beruhigt sich das System. Das heißt, ich gucke immer nur, wie kann ich demjenigen helfen, das, was da ist, mitzuteilen. Und das ist, wenn der da drin hängt, seit der Kindheit, das ist manchmal ziemlich schwierig, das auszuformulieren, weil das ging nie, ja, und als Kind schon gar nicht. Und wenn das dann ausgeformuliert wurde, ist sofort der Release da. Ja? Also ich muss nicht an der Physiologie direkt was machen, sondern ich gucke, dass sich die Menschen austauschen. Und das Coole dabei ist, dass wir dann einfach kein Fachpersonal mehr brauchen. Wenn das in der Gesellschaft, und das ist ja auch ein Teil dessen, was ich möchte, dass dieser Vorgang, dieses Verständnis in die Gesellschaft kommt, weil dann brauchen wir das ganze Fachpersonal nicht mehr. Dann fangen die Menschen an, sich auszutauschen über ihre Zustände, statt leere Inhalte hin und her springen zu lassen. Ja, und dann geht das voran. Sobald eine kritische Masse das begriffen hat, wie das geht, kann sich die Gesellschaft als Ganzes heilen. Findest du das denn mit Inhalten überhaupt nicht 0% relevant oder auch wenn dieser Austausch zustande kommt, weil letztendlich geht es ja immer um wo, oder wenn Leute Sachen in Worte fassen, werden dann trotzdem Inhalte mitvermittelt? Es ist
überhaupt nicht notwendig. Aber viele Menschen können nicht anders, die fangen erstmal damit an und dann helfe ich so ein bisschen da wegzukommen. Ne? Dann fangen sie wieder an mit Geschichten oder mit Begründungen. Also was wir erleben sind, es werden Inhalte, Informationen transferiert und es wird kommuniziert, als ob das so ist, als ob das das Leben ist. Zum Beispiel, das ist doof oder also mir wäre es lieber, wenn das so und so passiert wäre. Ne? Ja. Also so ein, zum Beispiel so eine Aussage, wenn ich sowas kommuniziere, dann ist es einmal ein mentaler Inhalt, der überhaupt nichts mit meinen Gefühlen zu tun hat. Ist ja kein Ausdruck von Gefühle, ich fühle mich traurig oder wie auch immer, sondern es ist mentaler Inhalt und es ist eine totale Identifizierung mit diesem Inhalt. Weil ich sage ja nicht, mein Gehirn produziert jetzt die Idee, dass das und das eigentlich hätte anders sein sollen. Dann wäre der Abstand da. Dann würde ich das als mentales Paket, also sozusagen als Kommunikation der mentalen Ebene machen. Ja, dann gäbe es Abstand dazu. Aber so kommuniziere ich das als Realität. Und das ist keine Kommunikation. Das ist meistens endet es im Energiekrieg, ne? Weil da geht es darum, wer dann Recht hat. Also es geht ja darum, wer Recht hat, nicht. Es wird ja nicht kommuniziert, mein Gehirn sagt das. Ne? Das ist dann kein Austausch, sondern es geht darum, Recht zu haben, weil die Identität dran hängt. Ne? Ja. Ja, und das sieht keiner. Das sieht keiner, weil das als Kind eben nicht möglich war. Weil man die die Menschen werden über die Schule in das Mentale gezwungen. Ja, die werden von sich weggebracht und verbogen. Und nachher wissen wir nicht mehr, wie man miteinander umgehen soll. Dann wäre es ja gerade wichtig für Lehrer und werdende Eltern oder Eltern diese Methoden, die du jetzt meintest, auch mit der Gruppe und so, gerade für Lehrer wäre essentiell absolut. Eigentlich. Absolut. Okay, hat sich dein Verhältnis zu deinen Klienten verändert, wenn sie im dissoziierten Zustand sind? Oder gehst du anders an sie ran, seit du die Polyvagaltheorie kennst? Schwer zu sagen, das ist jetzt schwer zu sagen. Vielleicht erkenne ich die seitdem erst als dissoziiert. Okay. Könnte sein. Früher habe ich halt mehr methodenorientiert gearbeitet, da habe ich nie so drauf geguckt, wie jemand, also was, wo jemand ist, in welchem Zustand er ist. Und jetzt geht es eher umgekehrt. Ich gucke, wo jemand ist, in welchem Zustand ist und weniger methodenorientiert. Also ja. Und wie gehst du wie gehst du jetzt an ihn heran? Bei Dissoziation versuche ich zuerst, das über einen Austausch zu lösen. Ja? Das heißt, ich versuche erstmal nicht irgendwas wegzuregulieren. Ja, das kann man machen, man kann jemanden sehr schnell da rausbringen, aber das erfordert dann eine isolierte Aktion, zum Beispiel mit dem Körper. Das ist aber nicht das, was ich will. Ich möchte, dass die Menschen im Dialog ihre Sachen lösen. So, das heißt, wenn derjenige es schafft, in einen Dialog über seinen Zustand zu kommen oder überhaupt in Kontakt mit dem Menschen, ist meistens schon Schluss mit Dissoziation. Bei extremen Fällen reicht es nicht. Dann muss man wirklich über den Körper arbeiten, ja, und über die Stimme vielleicht mit lautem Ausdruck, ja, dass der Körper wieder richtig anspringt. Ne? Aber ich versuche das erstmal über alles über die Bindungsebene zu lösen. Und ich würde mal sagen, 99,9% der Fälle geht das auch. Kommt es denn in den Gruppen oft vor, dass da jemand dissoziiert? Ja, naja, ich biete ja Traumaarbeit an. Da sind viele dissoziiert oder überflutet. Ne? Das sind ja die Pole. Dissoziiert, erstarrt oder überflutet. Na, und das kommt beides in jedem Fall im Prinzip in jeder Gruppe vor. Das kann man auch im Handbuch alles nachlesen. Zum Beispiel, wenn jetzt so eine Gruppe da ist, ne, dass ich zum Beispiel erstmal das autonome Nervensystem bediene. Ich rede also erstmal auf das autonome Nervensystem ein. Und das heißt konkret, ich erzähle den Leuten, dass die Türen alle offen sind, dass sie hier alle raus können. Ja, dass sie sich nicht melden müssen im Extremfall, dass sie immer raus können. Dass die Tür von außen zu ist, dass keiner reinkommt. Ja, das sind so grundlegende Dinge, die das System hören muss, weil sich das sonst nicht entspannen kann. Dann signalisiere ich implizit, dass von mir keine Gefahr ausgeht, dass ich das im Griff habe, dass ich Dinge steuern und regulieren kann. Also ich erzähle dem autonomen Nervensystem implizit, dass es hier sicher ist. So einmal von mir aus, so dann entspannt sich das schon ein bisschen und dann lade ich manchmal auch die Teilnehmer ein, sich gegenseitig anzugucken, mal für eine Minute in die Augen zu gucken. Ja, dass die Erfahrungen von Kontakt machen,
mit dem, was drumherum ist, weil dann kommen reale Informationen rein und die sind ja nicht gefährlich. So, das heißt, das ist dann das Zweite, wo das System dann runterfahren kann. So, und wenn das alles, wenn das klar ist, dass es hier sicher ist, dann fange ich erst überhaupt an, irgendwas Konkretes zu sagen, ja? Weil vorher sind die alle völlig da unterwegs mit irgendwelchen Vorgängen und Gedanken und ja, Notprogrammen. Ja. Jetzt wollte ich irgendwas fragen. Okay, ich habe. Was wollte ich gerade? Okay, ich habe vergessen, was ich fragen wollte, Oh. aber. Weil das steht nicht auf meinem Zettel, aber. Vielleicht kommt es ja gleich wieder. Hat sich denn durch die Polyvagaltheorie deine Selbstregulation verändert? Für Oder mich durch. jetzt für mich selber auch Ja. absolut, absolut. Weil ich genau weiß, in welchem Zustand ich bin. Ich verstehe das, es ist nichts Diffuses mehr, ich weiß, was ich tun muss. Na, und das ist total, für mich auch total hilfreich. Total. Okay, also hast du dafür ganz feine Antennen, wann welches System oder welcher Modus aktiv ist? Das habe ich nicht verstanden. Sag nochmal bitte. Also hast du dafür feine Antennen entwickelt quasi oder eine Wahrnehmung, wann welcher Modus aktiv ist? Absolut, Und absolut. okay. Was denkst du, was die Polyvagaltheorie, wenn sie jetzt noch bekannter wird und was sie für einen Einfluss auf die Psychotherapie allgemein haben wird? Also, ich bin der Meinung, dass die Polyvagaltheorie das Entscheidendste ist, was die Menschheit überhaupt erfunden oder erkannt hat. Klingt wahrscheinlich jetzt völlig übertrieben, aber ich bin der Meinung, dass das alles zum Positiven auf den Kopf stellen wird. Alles, alle Bereiche. Es gibt überhaupt keinen Bereich, der davon nicht berührt ist, weil das den Kern unseres Problems adressiert. So, das fängt an mit wie wir Gebäude einrichten, welche Klänge dort unterdrückt oder zugelassen werden. Das wird die Therapie beeinflussen, das ist das Arbeitsumfeld, die Familien. Nenn mir einen Bereich, der davon nicht beeinflusst wird. Ich glaube, es gibt keinen. Politik, egal was, ja. Wenn dieses Verständnis nicht nur bei den Therapeuten angekommen ist, was wir ja leider immer noch nicht haben, sondern wirklich in der breiten Masse der Menschen, da wird sich hier so viel grundlegend ändern, weil dann alle oder weil wir dann begreifen, was uns gut tut und warum und wie wir das arrangieren müssen, damit es uns gut tut, ne? Also dann wird es einfach ganz viele neue gute Dinge geben. Und was denkst du, warum noch nicht so viel Bekanntheit da ist? Naja, es ist halt auch so ein bisschen für die alte Struktur so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht einfach zu einfach. Ne, wenn das sind ja Strukturen, die basieren auf jahrzehntelangen Arbeiten und Anstrengungen, ja, und dann ist das Problem so einfach, ja, was mache ich dann mit meinem riesigen Ego, was auch immer da, wie das auch immer erschaffen wurde? Also die alte Struktur wird sich immer ein bisschen dagegen wehren. Und es ist einfach auch der Zu, oder wie soll ich sagen, das wird ja nicht in den Massenmedien verbreitet. Also im Moment haben nur Zugang dazu Menschen, die sehr leiden und sich verzweifelt informieren und das Internet durchwühlen und dann irgendwann drauf stoßen oder durch einen Therapeuten, der sich damit auskennt. Ne? Aber wir nehmen jetzt einfach mal einen Krebspatient, der wird nie im Moment nicht mit der Polyvagaltheorie in Kontakt kommen, obwohl das was mit seinem Problem zu tun hat. Ne? Ja. Kein Arzt, oder ich nehme an, dass kein Arzt wird einem Krebspatienten sagen, du hör mal, das ist einfach nur festgehaltener Wut und Hass in einer sehr konzentrierten Form und guck dir mal die Polyvagaltheorie an und dann guck mal, ob wir auf der Ebene nicht auch noch was machen können. Und abgesehen Aber davon, solche Leute wollen das gar nicht. Ja, alle, die somatisieren, haben eher wenig Interesse an solchen Zusammenhängen. ich finde aber auch, wenn man anfängt, sich zu informieren. Auch wenn du vorhin meintest, letztendlich ist es ein sehr einfaches Prinzip, das stimmt. Und es ist auch, wenn man für sich erstmal den Überblick hat, klar, relativ klar. Aber wenn man anfängt, sich zu informieren, finde ich, ist es schwierig, extrem schwierig. Und das öffnet einem nicht gerade, also das ist nicht so, dass man da das Gefühl hat, sofort, ach,
Krass. Wann das Nee. kommt erst? Es müsste halt so für Nicht-Fachpersonal quasi irgendwie verdichtet auch zur Verfügung stehen, ne? Man kann das ja sehr vereinfacht sagen, ne? Zum Ja, Beispiel, kann du hast man. drei Zustände, du fühlst dich wohl, du willst jemanden eins über die Rübe hauen, du bist zu Tode erstarrt und den vierten kennen ja die meisten nicht aus der Erfahrung. Also lassen wir den weg, dann haben wir drei Zustände und das ist ja was jeder kennt aus dem eigenen Erfahrungsraum. Und auch von dort das Ganze erklären, ne? Wäre eine Möglichkeit. Ja, machst du das denn in deinen Gruppen, dass du da auch wirklich so zum Beispiel Sachen wie die Polyvagaltheorie erklärst? Nee, weil das nicht notwendig ist. Also wäre das, also manchmal punktuell oder so, aber was ich mache mit der Arbeit, ist ja sozusagen nur den Menschen, wie soll ich sagen, an sich müssen wir nicht die Polyvagaltheorie wissen und verstehen, um heil zu werden, sondern wir müssen einfach nur den Austausch lernen. Ja. Und natürlich ist das hilfreich, aber das mache ich nicht, weil das können die Leute sich selber, wenn sie es interessiert, selber nachlesen oder lernen. Ich sage das immer, also den Begriff sage ich quasi fast immer, Polyvagaltheorie, dass das gehört wird, dass sich das verbreitet. Aber für die Arbeit selber erkläre ich das nicht. Oder nur in Einzelfällen. Weil es hat niemand was davon, wenn er Theorie weiß, sondern was wir brauchen zur Heilung, ist die Erfahrung, dass ich mich mitteilen kann und dass nichts passiert. Das ist ja eine Erfahrung. Ja, das stimmt. Sind es in deinen Gruppen denn ausschließlich traumatisierte Personen? Fast nur, ja. Ich kenne niemanden, der nicht traumatisiert ist. Ja, okay, wenn man Trauma für sich so versteht, dann das stimmt schon. Ich meine jetzt nur wegen anderen Diagnosen, wie zum Beispiel Ja, das alles. Es ist halt so, also manche sind auch da, weil sie für ihre eigene Arbeit mit Klienten was mitnehmen wollen. Manche sind da wegen schweren körperlichen Krankheiten, manche sind da wegen äußerlichen Problemen wie Geldmangel. Ne? Es gibt alles. Was aber zu sehen ist, dass sozusagen Menschen, die sehr das über den Körper ausleben mit Krankheiten, dass die eher in der Unterzahl sind. Weil das ist ja genau das Prinzip einer Krankheit, um eben sozusagen das, was da dahinter ist, eben dem nicht begegnen zu müssen. Aber die sind auch da. Aber die meisten, die sind da, weil sie erkannt haben, dass ihr Leiden was mit dem Thema Trauma zu tun hat. Wo siehst du denn zum Beispiel bei Suchterkrankungen oder so die Polyvagaltheorie? Wie würdest du? Bei Suchterkrankung? Ja, genau. Naja, es ist alles, wir haben alles, wie gesagt, es gibt nur ein einziges Problem. So, dieses Problem von Verbindung und damit Regulation im Körper konnte als Kind nicht gelöst werden, weil das Umfeld Defensivkreisläufe laufen hatte, um Distanz zu dem Ja. Kind zu erzeugen. So, das heißt, diese Trennung, dieser Konflikt, der ist nicht gelöst und den nehmen wir mit. Und das Kind entwickelt Methoden oder das Nervensystem, um das System irgendwie stabil zu halten. Das heißt, die eigentliche Regulation, die über eine Verbindung passieren sollte, ging ja nicht. Also brauche ich Ersatzvorgänge, um sowas wie eine Pseudoregulation, eine Pseudoverbindung herzustellen. Ja. Es kann bei dem einen sein, dass er gewalttätig wird und immer, wenn er jemandem eins auf die Rübe haut, ein Release erfährt. Das kann bei dem anderen sein, dass er eine Substanz nimmt und dann eine Kurzerleichterung erfährt. Was das in der Peripherie ist, ist völlig egal. Ob das jetzt Sucht ist, eine körperliche Erkrankung, Geldmangel, ständig Unfälle, Depression, Panikattacken, ist alles egal. Darum kümmere ich mich überhaupt nicht, weil das mit dem Problem nichts zu tun hat. Ne? Jeder, der einen Kompensationsmechanismus am Laufen hat, der macht das, weil er zu wenig Verbindung hat. Und jemand, der zum Beispiel jetzt eine Sucht hat, ja, dem muss man genauso helfen, in die Verbindung zu kommen, wie jemanden, der zu Gewalt neigt. Da ist also natürlich das, was ein Süchtiger nicht kommuniziert, ist scheinbar erstmal was anderes als jemand, der zu Gewalt neigt. Ja, vielleicht ist bei dem einen eher Bedürfnis, bei dem anderen eher Aggression, aber im Kern unten ist es immer, auch unter der Aggression, ist es ein nicht kommuniziertes Bedürfnis nach Nähe und Kontakt. Ja. Daher, ist das für mich alles egal, mit was jemand kommt. Ab wann beginnt für dich ein Trauma? Weil du eben meinst, es gibt keine nicht traumatisierten.
Also die klassische Unterscheidung ist ja Schocktrauma, Entwicklungstrauma, transgenerationales Trauma. Da gibt es ja so lustige Unterscheidungen, nee, nicht lustige Unterscheidungen. Meine Sicht der Dinge ist, dass auch ein Schocktrauma nicht isoliert entsteht, sondern dass man alles auf destruktive Bindungsmuster in den frühen Lebensjahren oder sogar eben, die wirken ja auch schon vor der Geburt, zurückführen kann. Das sind also immer, Trauma ist immer ein Bindungstrauma und das heißt, es ist immer etwas nicht möglich zu kommunizieren. Also etwas, was in dem Kind an Bewegung ist, hatte keinen Raum bei den Eltern. So, und wenn das quasi zu einem Dauerzustand wird, also punktuell macht das ja nichts, wenn die Eltern mal ausrasten oder mal nicht offen sind, das erzeugt ja kein Trauma. Aber wenn die Eltern ganze Bereiche eben ausblenden müssen, zum Beispiel Aggression, ja. Das ist das, was dann zu einem Trauma führt, weil das Kind muss seinen Aggressionsraum wegdrücken, umkanalisieren, in eine Krankheit verwandeln, wie auch immer. Es hat in jedem Fall keinen Raum, weil die Eltern damit nicht umgehen können. Und das ist meiner Ansicht nach das, was dann zuerst zu einer physiologischen Verzerrung, sprich Dysregulation führt und später dann eben in schräge Beziehungsmuster, wo dann derjenige glaubt, dass Aggressionen dazu führen, dass die Verbindung gekappt wird. Ne? Und so hält sich das dann einfach ununterbrochen am Laufen. Aber einfach gesagt können wir sagen, man kann auch sagen, Trauma ist einfach eine dauerhafte Dysregulation, ja, oder ein dauerhafter Defensivkreislauf aus Sicht der Polyvagaltheorie. Ja. Als Arbeitest du auch mit dem Begriff Freeze? Freeze ist einfach, das ist die Erstarrung. Die Erstarrung, die Todsatz. du vorhin schon beschrieben hast, richtig? In der extremsten Form halt. Ne, es gibt, das hat ja auch wieder Abstufungen, es gibt eine Erstarrung, da kann man nur noch die Pupillen bewegen, ne? Extremfall. Aber das gehört zu Erstarrung. Das ist nicht der Shutdown, ne? Das ist nicht das Kollabieren. Ja. Aber ach, du hast gefragt noch, was Trauma eigentlich ist. Also vielleicht muss man das auch nochmal sagen. Also Ja. Trauma heißt eigentlich, es gibt Eindrücke, also diese Eindrücke, die sind einfach zu viel für das System. Physiologisch könnte man das so ausdrücken, dass es zu viel ist, um vom Gehirn durch den Thalamus durchgelassen zu werden und im Kortex einfach verarbeitet zu werden. Das ist too much, das muss sozusagen vor der Verarbeitung zurückgehalten werden. Ja, so könnte man es auch noch ausdrücken. Gibt es denn ein Trauma, was so heftig ist, was man gar nicht bewältigen kann? Also auch im Nachhinein, wenn man rangeht und wenn man die Konflikte probiert, für sich zu lösen und sich die bewusst macht? Glaube ich nicht. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwas nicht heilbar ist. Nö. Nee, weil das ist ja gegen die Natur. Dass diese Frage bedeutet ja nur, was das ja eigentlich bedeutet, was du jetzt fragst, heißt, Ja. das System ist so durch den Wind, dass selbst wenn man ihm ständig oder ganz stark Eindrücke von Sicherheit gibt, dass die nicht ankommen. Das ist das übersetzt, was du jetzt gefragt hast. Nur dann wäre es nicht heilbar. Genau, Wenn also ja. keine Eindrücke von Sicherheit mehr das System erreichen. Vielleicht bei schweren psychiatrischen Fällen, aber solange jemand noch Dinge wahrnehmen kann, und solange, ich habe noch niemanden gesehen, den man nicht erreichen kann. Also vielleicht in Psychiatrien, aber ich bin ja kein Arzt, das heißt, ich komme mit solchen Fällen nicht in Kontakt. Vielleicht gibt es sowas, aber nö, ich glaube es einfach nicht. Ne? Und selbst wenn das so ist, dann kann man immer noch energetisch auf jemanden einwirken. Ne? Auch das ist möglich. Ja. Okay, eigentlich sind wir dann auch schon durch. Gibt es denn noch Punkte, die du noch, die dir noch wichtig sind, die du noch ansprechen möchtest? Naja, ich hoffe halt, dass sich das verbreitet mit der Polyvagaltheorie, dass das überall in den Schulbüchern, in jeder Ausbildung, überall seinen Einzug hält. Und ich hoffe, dass der Stephen Porges den Nobelpreis dafür kriegt. Das wäre mehr als angemessen. Ja. Naja, es ist, also ich habe bei mir jetzt auch vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren in der Uni noch gelernt, halt eigentlich dieses alte Verständnis von Sympathikus und Parasympathikus und dass da sonst nichts ist. Und das wurde
wird uns noch so beigebracht. Deswegen, das wäre wirklich. Notwendig. Inzwischen ist ja so, dass die teilweise die Patienten ihre Therapeuten aufklären. Ne? Die sagen dann hier, das Buch von Lawrence Heller, das ist das Problem, das ist das, was ich brauche. So. Oder was ich schon gehört habe, Patienten in Kliniken, die sagen dann, ja, ich habe ein Entwicklungstrauma, das brauche ich. Und dann kriegen die gesagt, nee, haben wir hier nicht, gibt es nicht. Ne? Also das teilweise wird es jetzt schon von unten nach oben aktualisiert. Und ja, das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Und interessant vielleicht noch ist, dass im Osten sagt man ja, man hat drei Energiekanäle, drei Hauptenergiekanäle. Einen Sonnenkanal für Aktivierung, einen Mondkanal zur Abkühlung und einen Zentralkanal, wo gesagt wird, wenn dort die Energie durchfließt, dann haben wir spirituelle Zustände. Und diese drei Bereiche, die wir aus der Polyvagaltheorie kennen, Sympathikus, Ventraler, Dorsaler, Vagus, sind meiner Ansicht nach die physiologische Entsprechung dieser Energiekanäle. Weil ich sehe das zum Beispiel auch in der Arbeit, wenn ich jemandem in die Regulation helfe, das heißt, der ventrale Vagus springt an, dann haben die teilweise mystische Erfahrungen. Da muss es also einen Zusammenhang geben. Ich glaube, dass das Gleiche ist. Das eine ist von der Physis. Und das andere ist einfach von der Meditation aus. Aber das sind einfach zwei Ebenen, die das Gleiche beschreiben. Ja, ich denke auch, dass die Polyvagaltheorie wirklich dadurch so viel Erleuchtung bei den Menschen auslöst, dass eben Sachen beschrieben wird, die jeder die ganze Zeit wahrnimmt. Oder eigentlich, ja, und das ist Eigentlich dadurch irgendwie weiß. greifbar, dass er das weiß, genau, und dass es dadurch irgendwie greifbar gemacht wird. Ja. Es ist manchmal leichter, wenn Sachen einen Namen haben. Absolut. Das ist, ja, du, das ist für den Kortex total wichtig, weil der Kortex, das bedeutet ja Sicherheit für den. Wenn ich den Kontext habe, wenn der Kortex den Kontext hat, dann bedeutet das für den Sicherheit. Deswegen fühlt sich das so gut an. Ja, und das ist eben das Problem auch bei Entwicklungstrauma. Der Kortex hat den Kontext nicht dafür, weil er nichts anderes kennt. Ne? Deswegen ist das total wichtig. Das ist einfach top-down. Muss auch sein. Ich brauche den Begriff, ich muss es benennen können. Deswegen nenne ich das ja auch Rumpelstilzchen-Prinzip. Ja, wenn ich das benannt habe, ist es entmachtet.